Der ganze Wald voll mit Bärlauch. Und es summt und brummt in dem Baum. So hatte ich es mir gewünscht. Hallo ihr Lieben, ich befinde mich heute auf dem Parkplatz vor der Therme in Beuren. Und wir sind heute unterwegs auf dem Rundweg hochgefestigt. Wir befinden uns jetzt hier am Parkplatz beim Friedhof. Und ihr könnt den Weg in beide Richtungen laufen, sowohl so rum als auch so rum. Hier ist der höchste Punkt, deswegen werde ich den Weg heute so rumlaufen. Wenn ihr lieber das steile Stück als erstes hinter euch bringen wollt, lauft den Weg so rum, denn auf dieser Strecke hier befinden sich die meisten Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Essen und trinken könnt ihr sowohl hier am Thermalbad, im Café, als auch auf dem Hohen Neufen im Biergarten. Er ist angegeben mit 3 Stunden und 350 Höhenmetern. Und hier haben wir auch gleich schon wieder die beliebten Hundetüten. Ihr könnt also hier auch gerne mit eurem Vierbeiner kommen. Hier ist der Friedhof, aber hier kann man nur eine Stunde parken, also ihr müsst dann ein bisschen weiter vorne parken. Wir haben gleich zu Beginn schon Blick auf den Hohen Neufen und eine wunderschöne Streuobstwiese. Ein paar Obstbäume sind noch in der Blüte. Und es ist auch um einiges mehr los als beim letzten Mal, klar. Das Wetter ist jetzt auch viel besser. Und hier ist auch schon die erste Wegmarkierung. Es duftet herrlich. Und wir gehen hier an der ersten Kreuzung rechts, also nicht hier ganz rechts, sondern 90 Grad rechts. Und dann kommen wir zu diesem Wegweiser und hier geht es links weiter. Der Flieder duftet himmlisch. Und dann gehen wir hier in diesen schmalen Weg rein. Also ich muss sagen, der Einstieg in die Wanderung ist ja gleich schon mal der Hit. Keine 5 Minuten unterwegs und schon mitten auf der Wiese. Die Wiesen stehen voll im Saft, sind noch nicht gemäht. Manche Bäume blühen noch. So wie der hier rechts, der links ist schon durch. Und hier kreuzt jetzt ein Weg und hier gehen wir links weiter. Und hier geht's links. Aber nur kurz, es geht dann gleich wieder hier rechts. Sonst landet man im Wohngebiet. Oh, und hier Blütenpracht. Herrlich, also ich bin jetzt schon irgendwie begeistert von dem Weg. Weil ich mag ja, wenn es so querfeld eingeht oder direkt über die Wiesen und nicht so viel geteert ist. Und nochmal, weil es so schön war, ein Blütenmeer. Davon werdet ihr jetzt heute noch mehr sehen.
Also haltet durch. Und da kommt auch wieder der nächste Wegweiser. Hier geht's rechts weiter. Also ich mache das mal wieder idiotensicher für euch. Damit sich auch keiner verläuft. Und dann kommen wir zu diesem schönen Wegweiser. Und hier würde ich sagen, gehen wir geradeaus weiter. Aber nicht lang. Es geht dann jetzt gleich wieder links zum Tobelweiher. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Wieder schön auf Gras laufen. Und hier haben wir den kriechenden Gönzel. Spitzwegerig, gut bei Husten. Und diese gelben Hahnenfußgewächse hießen bei uns Kindern immer Butterblume. Kennt ihr die? Wie heißen die bei euch oder wie habt ihr die als Kinder genannt? Hier hätten wir noch das Wiesenschaumkraut mit einem Spitzwegerich und gleich daneben, ihr kennt ihn alle, der Löwenzahn. Also die Wiesen geben gerade noch richtig viel her. Schön. Kleines Botanik-Quiz. Diese schöne gelbe Blume hatten wir im letzten Video auch schon. Die kennt ihr sicher. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr sie seht, bitte nicht pflücken. Sie steht unter Naturschutz. Ich wollte ja eigentlich noch dieses Jahr Bärlauchknospen sammeln, um daraus so Kapern zu machen, die einzulegen. Aber wenn der jetzt hier schon blüht, blüht der zu Hause bei mir. Stimmt auch schon. Nach der Blüte sollte man ihn nicht mehr sammeln. So, jetzt geht's hier links weiter. Was wird das da? Sieht aus wie zwischengelagert oder der Beginn einer Benjeshecke. Heißt es so? Und da ist auch schon der nächste Wegweiser. Wir gehen hier über die Kreuzung drüber. Tobelweiher, 1,3 Kilometer, okay. Gehen wir mal schön weiter. Oh Gott, es riecht einfach. Es riecht so gut hier. Ich würde euch das so gern über Video schicken, wie es hier riecht. Leider nur schwer möglich, ihr müsst euch das jetzt alles vorstellen. Es summt und brummt im Baum, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Wunderschön. Ja, mach nur fleißig deine Arbeit. Und dann kommt wieder ein Wegweiser, dass wir geradeaus auf dem Weg bleiben und hui, also auf der Wiese scheint der Löwenzahn früher dran zu sein. Ha, witzig, die sind ja schon alle fertig. Oh, wie schön. Es reicht ein Wunsch für alle Zuschauer, oder? Ja, also ich hoffe, ihr habt euch alle was gewünscht. Wer kann mir sagen, was das ist? Das wäre doch jetzt auch mal ein gutes Quiz. Ich weiß es allerdings nicht. Aber wie riecht's? Es riecht total süßlich. Ich hatte das hier schon mal gerochen, aber ich wusste nicht, dass es von diesem Strauch kommt. Ja, der würde ich als Biene oder Hummel aber auch
drauf liegen. So, jetzt kommen Weinberge. Warum zeigt er jetzt nach links? Hier links ist gar kein Weg. Yep, hier geht's links. Da, hochgefestigt. Südwestlicher Beurenberg. Hier haben wir sie, Bellis perennis. Die Lieblingsblumen jedes Kindes helfen auch gut bei Frauenleiden. Oder auch bei Entzündungen und kleinen Wunden. Genauso wie Spitzwegerich auch, wenn wir früher keine Pflaster hatten, oder eigentlich auch noch heute, und unterwegs es zu einer Schürfwunde kommt oder so, Insektenstich, habe ich immer Spitzwegerich genommen, drauf gemacht. Das Wegstück von der Rundwanderung hier ist im Herbst bestimmt auch sehr, sehr schön, da ja links und rechts jetzt Weinberge sind. Und wenn die dann ihr Laub verfärben, stelle ich mir auch sehr schön vor, hier im Herbst zu laufen. Ja, der Wein treibt schon aus, aber ist natürlich noch zu früh, als dass man da viel Grün sieht. Und hier an der Stelle geht es jetzt rechts hoch und gleich wieder links an dieser Dohle zu so einem Weinbergshäuschen. Ist das nicht schön? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass die Bank hier doch perfekt ist, um eine Pause zu machen mit der Weinrebe hier. Und danach geht der Weg hinterm Haus weiter hoch. Immer erstmal die Aussicht genießen. Ich setze mich jetzt hier mal hin. Einmal den Blick schweifen lassen. Einmal wieder Blick auf den Hohen Neufen. Und da oben sieht man jetzt schlecht. Ein bisschen sieht man es. Sind die Gleitschirmflieger. Kriege ich die drauf? Sehr schlecht. Vielleicht kriege ich sie nachher besser drauf. Aber ich habe vorhin mal gezählt, da waren ungefähr 17 gleichzeitig in der Luft. Und jetzt gehen wir hier oben weiter. Oh, schön. Blaukissen. Also das ist wirklich eine Blütenpracht. Guckt euch das an. Ein sehr, sehr schönes Plätzchen hier. Und hier geht's schon wieder rechts. Und da vorne links. Und an dem Mäuerchen jetzt geht's wieder links. Eieiei, und dann wieder rechts. Also es geht jetzt so Schlangenlinien rauf. Jetzt geht's hier weiter. Und hier gäbe es nochmal eine Sitzgelegenheit. Allerdings, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mache ich da bei diesem Weinbergshäuschen Pause oder hier. Dann wüsste ich, was ich wähle. Da hier oben ja die Straße verläuft. Ei! Hallo! Hier sind ja schottische Hochlandrinder. Na du? So, es geht geradeaus weiter. Das Wetter ist ideal. 24, 25 Grad hat es heute. Ich habe lange Hose und T-Shirt an. Aber ich merke jetzt doch auch, wie ich langsam ins Schwitzen gerate. Also da bin ich doch schon recht froh, wenn da mal so ein schattiger Abschnitt kommt. Da sehe ich ganz viele Weiden. Sieht zumindest so aus. Vielleicht ist dort dieser Weiher. Wie heißt der? Tobelweiher? Mal gucken.
Und zwischendurch noch mal ein bisschen Pflanzenkunde. Hier haben wir die wunderschöne Knoblauchsrauke. Meine Mutter hasst sie, weil sie so schnell wächst und wuchert. Aber man kann die auch wie Schnittlauch verwenden. Ist vom Aroma jetzt nicht ganz so intensiv, sehr dezent. Also wer keine so eine Lauchfahne möchte, kann auch Knoblauchsrauke nehmen. Und hier haben wir Wiesenlabkraut, oder? Und hier bei diesem Baum gehen wir, hat es nochmal so einen Wegweiser, und hier gehen wir rechts. Oh, die ersten Wanderer, die ich heute sehe. Also ihr könnt einmal hier im Kreis um diesen Weiher rumlaufen, oder diesen kleinen Teich, und habt hier dann überall Sitzgelegenheiten. Und da hat es nochmal eine sehr idyllische, schattige Sitzgelegenheit. Oha! Wer kann mir sagen, was das für Pflanzen sind? Das sieht aus wie so Schachbrettblumen, aber wachsen die hier wirklich wild oder hat die einer ausgesetzt irgendwie, dass die sich hier verbreitet haben? Weil wenn nicht, die sehen ja dann echt selten aus. Ich habe es jetzt gleich recherchiert. Also Schachbrettblumen kommen tatsächlich mittlerweile mehr vor in Gärten als in freier Natur. Aber wo sie noch zu finden sind, auf so Überschwemmungswiesen an Bächen und Flüssen und Teichen und dann meistens im Verbund. Und ich habe jetzt hier auf der Wiese einige gesehen. Vermute mal, es könnte dann tatsächlich sein, dass die hier wild wachsen. Was ja mega erfreulich wäre. Hier oben auch nochmal. Seht ihr? Ganze Wiese voll. Das erste Mal Wald. Es geht hier links. Und nochmal ein kurzer Blick zurück auf den Tobelweiher, hieß er, glaube ich. Eine kleine Hütte zum Unterstehen bei Regen. Jetzt sind wir ja am Waldrand, einem schattigeren Gebiet. Und jetzt können wir die ersten Huflattichblätter am Wegrand wachsen sehen. Die sind auf der Rückseite so leicht behaart. Hier. Das sind doch Huflattichblüten, oder? Oha, ich bin ja voll begeistert, was es hier für eine Pflanzenvielfalt gibt. Also da hätten wir dann noch... Sind das Ahornstabgewächse? Oder wie heißt es? Was Giftiges, oder? Ja, dürfte Ahornstab sein. Korrigiert mich bitte, wenn ich daneben liege. Macht im Herbst diese roten Trauben. Die gute alte Brennnessel ist auch wieder mit dabei. Am Wegrand. Und das hier dürfte doch Waldmeister sein, oder? Der steht ja auch schon in den Startlöchern. Weil im Mai kann man ja diese Maibowle machen mit Waldmeister, aber auch da herrscht, glaube ich, Verwechslungsgefahr, deswegen sollte man das vorher immer abklären. Es gibt hier einen Weg, der links hoch geht. Wir bleiben aber auf diesem Weg hier. Es raschelt überall im Laub.
Ich habe gerade eben schon ein Eichhörnchen gesehen. Hier haben wir den Schachtelhalm. Auch eine uralte Pflanze. Lebendes Fossil hieß es bei uns früher in der Schule. Sehr kieselsäurehaltig, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und wird oft als Tee verabreicht bei Knochenbrüchen und so, damit es schneller heilt. Und da haben wir ihn doch nochmal. Den Aaronstab mit sich öffnenden Blüten. Und was ist das? Da muss ich auch jetzt nochmal nachschauen. Von den Blüten her ähnelt es Wiesenschaumkraut, aber von den Blättern gar nicht. Das wächst hier auch überall am Rand. Also wer es weiß, klärt mich gerne auf. Hier hätte es nochmal einen Unterstand für regnerische Tage. Und dann gehen wir hier geradeaus weiter in dieser Kreuzung. 5 Kilometer sind es jetzt noch. Und hier haben wir nochmal den Huflattich. Da die Blätter. Da verblühte Blüten. Der liebt halt so Schotterflächen. Da kommen wir her. Und hier sehen wir wieder schön die Streuobstwiesen. Und wir bleiben nach diesem Aussichtspunkt an dieser Kreuzung auf dem Weg, auf dem wir uns schon befinden. Ich muss sagen, ich empfinde jetzt das Stück hier im Wald als das langweiligste und am wenigsten abwechslungsreiche Stück. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man die Wanderung im Sommer läuft und es sehr heiß ist, ist man vielleicht gerade für dieses Stück am dankbarsten. Okay, es geht jetzt links in den Wald rein. Wir verlassen die Aussichtspromenade hier und es geht langsam Richtung Gipfel und wir gehen hier an dieser Kreuzung nach links und es riecht hier extrem nach Bärlauch. Der Waldboden ist voll davon. Ha, hier hätte es jetzt auch noch Knospen. Von diesem Weg sind wir gekommen. Jetzt wird es wirklich steil. Und jetzt geht es hier weiter hoch auf diesem schmalen Pfad links. Und das wird dann wohl auch das steilste Stück der Route sein. Da hat jemand seinen Müll verloren. Also von dort unten, wo jetzt gerade die zwei Wanderer kommen, sind wir hochgekommen, kreuzen den Weg. Dann geht es hier einmal rechts, einmal links und zweimal hoch. Und ich sehe es jetzt ganz schlecht, weil die Sonne so blendet, aber ich würde sagen, es geht hier hoch, weil da vorne ein Wegweiser am Baum ist. Aber wahrscheinlich gehen beide Wege. Puh, und wir haben es geschafft. Wir sind oben. Licht am Ende des Tunnels. Ah, super, hier hat es einen Mülleimer. Kann ich jetzt gleich mal das Bonbonpapier entsorgen. Mal gucken, was hier noch gibt. Ende Gelände.
Wo geht's denn da hin? Und es geht wieder zurück zum Parkplatz. So, ich habe jetzt noch mal einen Blick auf die Karte geworfen. Also hier ging es auf die Ruine hoch. Von hier sind wir gekommen. Und jetzt müssen wir noch mal ein Stück zurück, wieder runter in den Wald, dass wir auf dem Waldweg wieder zurückkommen zu dem Friedhof, wo wir gestartet haben. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorher waren. Von da unten sind wir vorhin gekommen und jetzt geht's entweder hier links weiter oder hier links weiter, ist egal. Und es geht geradeaus weiter hier den Hang runter. Und an dieser Stelle, bei diesem Wegweiser nördlicher Hohenneufen, geht es hier rechts runter, von hier gekommen, und jetzt kreuzen wir den Hauptweg und gehen weiter auf diesem Pfad gen Tal. Das Schönste am Wald ist doch echt immer der Gesang der Vögel. Okay, also, wenn ihr am Parkplatz Schelmenvasen geparkt habt, müsst ihr jetzt hier links. Da wir aber an der Therme geparkt haben, geht es hier geradeaus weiter. Und hier halten wir uns links. Von da sind wir gekommen. Und wir sehen wieder die Wiesen, jetzt schon fast ganz im Schatten. Hier geht's runter. Okay, schauen wir mal. Wir bleiben geradeaus auf diesem Weg. Nochmal einen Blick zurück, da oben sind wir gerade gewesen. Und hier unten blüht das Leben. Wie viele Punkte würde ich der Wanderung geben? Ich würde mal sagen 9 von 10. Super Wetter, super Wege, super Aussichten. Das Einzige, wo ich mal kurz gelangweilt war, war im Wald, weil da die Aussicht nicht mehr gewechselt hat und das so ein eintöniger Schotterweg war. Ansonsten, ihr seht selber, schaut es euch an. Es ist so ein bisschen wie im Auenland. Von da sind wir gekommen. Da oben ist die Festung und jetzt geht es nicht hier ins Wohngebiet, sondern rechts weiter. Und hier wieder links. Hier kreuzen wir kurz nochmal die Straße. Und an dieser Stelle hier biegen wir scharf rechts ab. Gerade eben ist ein junges Mädel mit Hund vor mir gelaufen. Dann dachte ich mir so, wow, hier wohnen, oder? Das wär's. Jeden Abend wäre das hier die Gassi-Runde. Also wer so viel Natur vor der Haustür hat, der hat's ja echt gut. Traumhaft.
bin jetzt tatsächlich schon über 3 Stunden unterwegs. Eigentlich war die Wanderung mit 3 Stunden angegeben. Wenn ihr dort oben auf dem Hohen Neufen plant, eine längere Pause zu machen, dann plant besser 4 Stunden ein. Es geht jetzt hier geradeaus weiter an so einem Campingplatz vorbei, der auch schon gut besucht ist. Und wir kommen zum Schluss wieder hier am Friedhof raus. Also hier links könnt ihr parken. Und da oben ist der Friedhof, wo der Startpunkt der Wanderung war. Zum Schluss sind wir wieder hier. 3 Stunden war angegeben. 3 Stunden 20 habe ich jetzt gebraucht. 9,5 Kilometer Länge. Okay. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen.